Woran erkennt man eigentlich, dass der Richtige ist? Wenn er nicht will, dass du ständig auf hohen Schuhen rumstöckelst. Wenn er einfach sagt, warum ziehen Sie nicht Ihre Schuhe aus, mein liebes Fräulein, und laufen mit mir barfuß über diese schöne Wiese? Das hat mein Uropa Gustav zu meiner Uroma Lillian gesagt bei ihrer ersten Begegnung. 3 Monate später waren sie verheiratet. Muss Liebe schön sein. Hast du auch eine Telefonnummer? Liebe ist ein psychologischer Zustand, der gewisse Stimmung und Wahrnehmung umfasst. Lassen Sie sich von ihr bloß nicht verrückt machen, Martha. Sie sind immer so vernünftig, Chefin. Die Gefühle überlasse ich meiner Schwester Jo. Wie heißt er eigentlich? Tschüss. Arschloch! Die sind wieder wunderschön geworden. Mahlzeit. Mahlzeit. Den hat dein Vater einen Auftrag gegeben. Für Nathalies Hochzeit. Mhm. Ich wollte immer nur eins. Richtig gut sein. Und jetzt bin ich richtig gut. Und die Hände machen nicht mehr mit. Ach, Hans. Ruh dich aus. Nimm dir 2 Tage frei. Hm? Der Teller muss fertig werden. Ach, der Teller. Der ist sowieso viel zu schade für Nathalie. Ob Nathalie dieses Prunkstück überhaupt zu schätzen weiß? Sicher nicht. Sie heiratet. Ja, nachdem sie vor lauter Verzweiflung nur noch darum gehangen ist, wo Männer sind. In Bars, in Heimwerkerläden, auf Scheidungsämtern. Beerdigungen sind übrigens auch gut. Beerdigung, du spinnst. Wieso? Ein toter Mann mit gutem Beruf aus guter Familie hat viele lebende Freunde mit gutem Beruf aus guter Familie. Hochzeiten, es geht um Hochzeiten. Oh, Papa. Was ist gegen den Wunsch zu sagen, dass ich Enkel haben will? Vielleicht lebe ich ja nicht mehr lange. Ach, du wirst 100 Jahre alt. Vielleicht übernimmt das ja Joe mit dem Heiraten und dem Kinderkriegen. Joes letzter Freund hat in einem Werbespot Karnickel gespielt. Ich will keinen Schwiegersohn, der in einem Werbespot Karnickel spielt. Ich will auch nicht Enkel von einem Schwiegersohn, der in einem Werbespot Karnickel spielt. Ich will überhaupt keine Karnickel in der Familie. Der ist wohl was für Nathalie. Hm? Auch viel zu kostbar. Sie ist immerhin die Tochter meines besten Freundes. Hallo! Ich bin wieder da! Du hast mal wieder dein Studium geschmissen. Formensoziologische Theorie sinnhaften Handelns. Theorie selbstreferenzieller Kommunikationspraxis. Lass mich raten. Bei Kommunikationswissenschaften wird zu viel kommuniziert. Bei Kunstgeschichte, das ist zu künstlich. Und Geschlechterforschung betreibe ich lieber praktisch als theoretisch. Weißt du, warum bei einem Mann die linke Gehirnhälfte aktiv wird, wenn er redet? Weil sie nach dem Sprachzentrum sucht. Nur Männer haben kein Sprachzentrum. Wer ist denn diesmal nicht zum Frühstück geblieben? Was wird sie jetzt machen? Ich meine, du musst doch irgendwann mal irgendwas machen. Hm? Jetzt schauen wir uns erstmal an, welcher Mann so blöd ist, Nathalie Schulz zu heiraten. Also das würde mich allerdings auch interessieren. Ja, Schwesterchen. Aber nicht so. Tatrata! Das ist doch... Ja, das ist das Kleid, was du bei unserem letzten Shopping anprobiert, aber nicht gekauft hast. Es stand dir so gut, ich konnte nicht widerstehen. Du bist verrückt. Und jetzt der Clou.
Oh, nee, ne? Doch. Ih, was ist denn das? Der neue Superbusen. Mist, verdammter. Warum lasse ich mich von dir immer zu so einem Quatsch überreden? Siehst doch super aus. Ich fühle mich aber nicht so. Ich zieh mich wieder um. Zu spät. Bitte. Und wehe, du preist mich wieder bei den Männern an wie kurz vorm Verfallsdatum. Kein Wort. Ich schwöre. Und bloß keine Nachttopf-Geschichten. Peinlich genug, dass Natalie von uns bloß einen Nachttopf kriegt. Bloß einen Nachttopf? Selbst Prinz Charles sammelt Nachttöpfe. Da haben schon königliche Hintern drauf gesessen. Zuerst zieht man die Spilo auf. Dann setzt man das Kind auf den Topf. Und was glaubst du, wie schnell meine Franka und meine Joe Papa sauber waren? Bild dir bloß nicht ein, dass du jetzt auch nur das Geringste über mich weißt. Schatz, bitte. Annike. Wenn man Kinder zu früh auf den Topf setzt, können psychische Probleme entstehen. Ah ja. Beziehungsangst zum Beispiel. Stellen Sie das mal weg. Wer ist es? Ha? Komm. Wer? Mit ein bisschen mehr Angst wäre manchem so manches erspart geblieben. Damit kannst du mich aber nicht meinen. Kenn ich ihn? Wie heißt er denn? Wo habt ihr euch kennengelernt? Joe, Vorsicht. Mensch, Natalie, jetzt spann mich nicht so auf die Folter. Okay, er heißt Luca und ich habe ihn vor 3 Monaten in der Toskana kennengelernt. Beim Malkurs. Das ist von mir. Toll, ne? Unsere Natalie ist sehr begabt. Luca war unser Lehrer. Und das ist von ihm? Ja, auch ganz nett. Alle waren hinter ihm her, Joe. Aber Luca hat nur Augen für mich gehabt. Und du bist wirklich so richtig verliebt? Ja, natürlich. Husch, husch. Luca stammt aus einer richtig guten Familie. Und das heißt? Der Vater lehrt Kunstgeschichte in Bologna. Tatsächlich. Die Mutter ist Italienerin. Da drüben stehen die beiden. Ah ja. Und der junge Mann, was macht der so im Leben? Du wirst es nicht glauben. Ausgerechnet, ich kriege einen Schwiegersohn, der Porzellandesigner ist. Aber wir kriegen den schon hin. Das wird ein Top-Autoverkäufer. Er weiß es nur noch nicht. Später übergebe ich dann mein Geschäft. Und du meinst, du kriegst das hin? Porzellandesigner als Autoverkäufer? Na, so wie es in eurer Branche im Moment ist, schaffe ich das leicht. Sehr nett. Der Dr. Weiß. Also wäre der nicht was für deine Franka? Die kenne ich nicht. Die sind vom Bräutigam. Meinst du? Mhm. Die? Die habe ich ja noch nie gesehen. Würdest du mich einen Moment entschuldigen? Ungern. Oh, bitte erinnere mich nicht daran. Ich wusste gar nicht, dass Schluckauf eine Nebenwirkung von
Silikon ist. Aber dagegen kenne ich ein einfaches Mittel. Kommen Sie. Schuhe ausziehen. Ziehen Sie Ihre Schuhe aus. Wollen Sie einen Schluck auf loswerden? Gut. Kommen Sie vor. Was soll ich anziehen, Eve? Na, etwas Passendes. Etwas Passendes für eine Hochzeit, Anna. Ja? Und was bei dir so? Heiraten und so? Das hat noch Zeit. Jo, bitte, du bist 26. 26? In 4 Jahren bist du 30 und du studierst. Hast du gewusst, dass Frauen, die von der Uni kommen, nur eine Chance von 20% haben, überhaupt jemals zu heiraten? Sieh dir deine Schwester Franka an. Also wenn sich Franka nicht bald beeilt, dann ist sie jenseits von Gut und Böse. So ein Quatsch. Ihr ist die Arbeit im Moment halt einfach wichtiger. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Meine Franka, die gibt sich immer so praktisch und vernünftig. Aber tief in ihr drin ist sie eine Frau. Ich meine, eine richtige Frau. Eine, die ihren Mann steht. Eine tolle Frau. Wo ist sie eigentlich? Arme mitnehmen. Und jetzt den linken Arm nach links oben. Und Gewicht verlagern. Also, es geht doch. Füße parallel. Einatmen. Jungs, weiß, ihr braucht schon mal was fürs Herz. Kümmer du dich um dein Herz. Ach, komm. Übrigens, wir sollten mal wieder EKG machen. Na, komm in meine Praxis, lass den Termin geben. Ruf einfach an. Ja? Ja. Hallo, Joey. Herr Daniel. Auch wieder mal da? Ja. Ich weiß übrigens doch was über dich. Ach nee. Und was? Und plötzlich stand sie vor ihm. Und er wusste endlich, wonach er immer gesucht hatte. Der Eiswürfel kommt von Herzen. Danke. Wie heißt du eigentlich? Joe. Bezahlt, hm? Schatz, was machst du denn da? Das bringt Unglück. Na, viel Spaß. Tai Chi symbolisiert Himmel und Erde, Mann und Frau. Mein Gott, die Hochzeit. Entschuldigung,
zu sehen. Wieso? Der Friede des Herrn sei mit euch. Amen. Luca Berger, ich frage dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du deine Braut Natalie an als Ehefrau? Und versprichst du ihr die Treue zu halten, in guten und in bösen Tagen? Und sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet? So sprich ja. Ja. Natalie Schulz, ich frage dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du deinen Bräutigam Luca an als deinen Ehemann und versprichst du ihm die Treue zu halten, in guten und in bösen Tagen, ihn zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet? So sprich ja. Mama, bitte. Du bist nur peinlich. Was macht sie denn? Du bist nicht peinlich, Omi. Nicht peinlich. Ich hab dich lieb. Versprichst du, ihn zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet, dann sprich ja. Ja. Alles Gute, danke. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist lieb, danke. Möchtest du meinen Mann nicht gratulieren? Ach doch, natürlich. Klar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Kannst du ihn jetzt wieder loslassen? Ist ja schon vergeben, ne? So süß. Wenn er mich nicht anruft, falle ich tot um. Dann solltest du ihm lieber aus dem Weg gehen. Marco ist anders. Er ist nicht so wie die anderen. Und das weißt du, nachdem du 5 Minuten mit ihm geredet hast. Ja, so was spüre ich. Und den Job, den hat er auch nur gemacht, weil er mit Natalie befreundet ist. Und noch ein Grund mehr, ihm aus dem Weg zu gehen. Der ist so süß. Wenn er jetzt noch beim ersten Date sagt, ich soll die Schuhe ausziehen, dann... Die ziehe ich an. Männer, Männer, Männer. Hast du eigentlich auch noch mal irgendwas anderes im Kopf? Wieso denn? Weißt du, ich habe es so satt, ja? Ich habe es so satt, mich die ganze Zeit abzurackern, während du mit irgendwelchen Kerlen rummachst. Werd doch endlich mal erwachsen, verdammt noch mal. Aber du rackerst dich doch nicht wegen mir ab. Dir geht's doch nur um die Manufaktur. Nur? Das ist unsere Familie, unser Leben. Nein, dein Leben, Franka. Okay, okay, ich finde toll, wie du dich einsetzt, aber musst du da gleich auf alles verzichten? Spaß, Liebe, Abenteuer? Irgendwann mal wirst du neben Mama im Grab liegen und hast gar nichts mitgekriegt vom Leben. Na dann stell dich schon mal drauf ein, dass du bei deinem ganzen Spaß und deiner ganzen Liebe auch ein bisschen arbeitest. Von mir kriegst du nämlich keinen Cent mehr.
Sag mal, was ist eigentlich los? Man hört euch über den ganzen Hof. Ich würde nur ein Gläschen Wein mit euch trinken. Nichts, Papa, gar nichts. Franka putzt sich nur gerade die Haare von den Zehen. Also gut, Josephine, du bekommst deinen monatlichen Scheck, aber bitte, ich bin da durchaus der Meinung von Franka, für endlich mal etwas zu Ende. Das nächste, was ich anfange, das bringe ich auch zu Ende. Ja, aber mit Verstand. Na klar. Morgen. Morgen. Franka, die Engländer kommen in einer halben Stunde. Ich weiß. Wir brauchen den Auftrag. Na, das ist ja was ganz Neues. Sonst sind wir pleite. Mensch, Papa. Und warum läufst du immer noch so? Ich bin rechtzeitig fertig, okay? Ja, in einer halben Stunde, bitte. Wie heißt er denn? Marco. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich hier zur Geschäftsleitung komme? Ach, drücken Sie mir den Daumen. Ich suche einen Job. Erster Stock, rechts. Aufgewachsen. Und für mich ist es das schönste Material der Welt. Diese Sinnlichkeit, diese Zerbrechlichkeit. Alle diese Teile sind in der langen Geschichte der Manufaktur Romberg entstanden. Und es ist nicht einfach nur Porzellan. Es ist Liebe und Leidenschaft. Und ich möchte, dass die Menschen, die unser Porzellan kaufen, spüren, dass das unser Leben ist. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Entwürfe. Ich darf Sie nach unten bringen. Liebe Leidenschaft, das kriegen Sie auch von mir. Sie müssen nur Ja sagen. Festhalten und draufdrücken. Ich dachte, Sie wären längst in den Flitterwochen. Wir fahren erst in 2 Tagen. Natalie und ich, wir konnten uns nicht einigen. Nizza, Dubai, Seychelles? Ostsee. Mehr ist für mich nicht drin ohne Job. Oh, da wird Natalie aber traurig sein. Sie sind gut. Die sind richtig gut. Aber leider haben wir schon einen Porzellandesigner. Und zwar einen sehr guten. Tut mir leid. Schade. Der ist schon verheiratet. Schade.
Hey, Vogelscheuche, alles okay? Danke der Nachfrage. Ich hätte mir bequemere Schuhe anziehen sollen. Ach, ich finde die cool. Ich liebe das Wasser. Wem sagst du das? Ich war 3 Jahre auf dem Wasser. Hab die halbe Welt gesehen. Hast du immer noch Fernweh? Klar. Wenn du das mal erlebt hast, dann bist du süchtig. Und was machst du dann in unserem Kaff? Wie immer. Eine Frau. Aber das ist vorbei. Unser altes Design ist wunderschön, Hans. Aber jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Wir brauchen was Neues, was Modernes. Zeitgeist, du weißt schon. Sowas kann ich. Für das, was du vorhast, brauchst du dringend jemand Jüngeren, Franka. Du schaffst das. Wenn die Engländer unsere neue Linie in ihr Repertoire aufnehmen, dann haben wir wieder eine Serie, die uns über Wasser hält. Dann sind wir wieder wer, Hans? Franka! Meine Hände. Wir schaffen das, Frank. Auch ohne Hans. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Scheiße. Und jetzt? Jetzt. Oh, mir ist kalt. Dir ist kalt? Mhm. Peppina, ihre Vögel. Wenn es dunkel wird, fliegen die Vögel davon. Und sie ist allein. Es ist nicht gut, wenn man allein ist. Und sie kann mir gut zuhören, meine Peppina. Ich habe die Lösung. Dieser Luca wird unser neuer Porzellandesigner. Dein Herz. Er hat Porzellandesign studiert. Er kann was. Ich weiß, er hat sich schon bei mir vorgestellt. Ja, das ist ja wunderbar.
Wir haben Hans. Und das mit seinen Händen, das wird wieder gut. Das tut es nicht und du weißt es. Franka, wir können diesen Auftrag nicht verlieren. Aber ich habe ihm als Kind beim Malen zugesehen. Und wenn ich traurig war, dann hat er mir kleine Figuren gemacht. Pinocchio und Harlekin. Und ich kann ihn doch jetzt nicht einfach... Hans kann nicht mehr, wie er will. Es wird immer schlimmer. Mit seinen Händen und für seine Seele. Lass ihn doch bitte in Rente gehen. Schokolade hilft. Franka nimmt immer alles viel zu ernst. Dabei ist das Leben doch so schön. Wer ist es? Marco. Ah ja. Wusstest du, dass 60% aller Ehepaare sich auf Hochzeiten kennenlernen? Nein. Du hast recht. Luca kriegt den Vertrag. Ich soll jetzt also doch bei Ihnen anfangen. Gut. Schön, sehr schön. Nathalie, das ist proppevoll hier. Da passt nichts mehr rein. Bitte. Sind doch unsere Flitterwochen, hm? Gut, ich lege sie auf die hintere Sitzbank. Hallo. Was können wir für dich tun? Franka hat mir den Job angeboten und ich habe zugesagt. Bitte, was hast du? Natürlich nach den Flitterwochen, Liebling. Vor den Flitterwochen. Ich brauche sie sofort, tut mir leid. Okay, gut. Kommt überhaupt nicht in Frage. Und außerdem seid ihr sowieso bald pleite. Sagen alle. Mit Ihnen können wir es schaffen. Luca? Liebling, wir holen die Flitterwochen nach. Ja? Liebling, wohin du willst. Nizza, Seychellen, Mauritius, Sardinien, wohin du willst. Hey, ich hab einen Job. Freu dich, ich hab einen Job. Danke. Heute ins Feuer. Heute ins Feuer. Herzlich willkommen in unserem Haus. Danke. Unsere Franka hat Großes mit Ihnen vor. Enttäuschen Sie sie nicht. Viel Erfolg. Danke. Ich werde mein Bestes geben, Ihre gute Arbeit fortzusetzen. Das warst du immer für mich. Meine kleine Prinzessin. Kommen Sie voran? Es geht so. Das ist alles noch nichts. Da ist noch nichts dabei. Sie müssen mal meine Versuche sehen. Ich wünschte, ich könnte so zeichnen wie Sie. Das wäre schrecklich. Dann wäre ich jetzt arbeitslos. Hm. Liebst du mich? Ich kann meine Finger nicht von dir lassen. Wie würdest du das nennen? Ja? Ich rede nicht von Sex, ich rede von Liebe. Liebst du mich? Bitte, Joe, jetzt fang nicht schon wieder damit an. Du liebst mich also nicht, okay? Du nervst mich ganz schön, weißt du das?
Ich nerv dich bloß, weil ich dich frage, ob du mich liebst? Werd jetzt bloß nicht hysterisch. Ich bin nicht hysterisch. Schau dich mal an. Wir kennen uns gerade mal 2 Wochen und die ganze Zeit fragst du mich das. Weißt du was, Mr. Obercool? Hau ab. Hau einfach ab. Wenn man einmal mit Porzellan zu tun hat, wird man regelrecht süchtig und... Ich kannte jemanden, der ist dafür gestorben. Sie sprechen von Ihrer Urgroßmutter? Ja. Man hat mir von eurer Firmengeschichte erzählt. Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, dass unser eins Gift atmen muss, damit er seine Arbeit machen kann. Hi, Daniel. Ist was passiert, Joey? Nö. Kannst du mich mitnehmen? Super. Mhm. Ja, schön schlicht. Und was für ein Dekor? Na, machen Sie nicht zu viel. Keine Bange. Die Engländer werden ihr blaues Wunder erleben. Das verspreche ich Ihnen. Dir. Dir. Hallo? Ach, Schatz. Das geht jetzt nicht. Das ist sehr lieb, aber es geht weg. Ich will noch eine Zeichnung fertig machen und bring sie dann zu Rombergs. Was? Ja, hol mich einfach dort ab. In einer Stunde. Ja, Liebling. Was ist denn los? Wonach sieht's denn aus? Na, ich würde sagen, Ärger mit Joe. Das biege ich schon wieder hin. Also, die Grundidee haben wir. Über das Dekor sollten wir trotzdem noch mal reden. Okay. Das ist ein Talisman. Den hat mir mein Opa gegeben, als ich klein war. Danke. Hallo, Schatz. Hallo.
Dein Vater soll nicht immer dich vorschicken. Nächstes Mal soll er selber kommen. Ich brauche sein EKG und nicht deins. Er hört doch nicht mehr auf mich. Er denkt, er hat alles im Griff. Franka, willst du mit mir essen gehen? Ja, warum nicht? Montag? Um 8 kannst du mich ja bei der Manufaktur abholen. Okay. Du wolltest mit mir sprechen? Ja. Es geht. Es ist. Es geht um. Um mich? Nein, um Joey. Warum? Oh, um Joey. Das mit Marco, ist das was Ernstes? Bei Joey ist es immer ernst, aber diesmal ist es besonders ernst. Aber der passt doch gar nicht zu ihr. Na, wenn er zu ihr passen würde, dann wäre sie doch nicht verliebt. Du kennst dich ziemlich gut aus in der Liebe. Ich kenne mich gut aus in der Liebe? Soll ich dir mal was sagen? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wer? Das habe ich noch niemandem gesagt. Fällt das unter Arztgeheimnis? Sagen wir unter Vertrauen. Wer? Luca. Luca! Mensch! Herzklopfen. Schlaflose Nächte. Überall sieht man ihn. Und wenn er dann da ist, benimmt man sich wie ein Idiot. Weißt du, wo ich gestern mein Portemonnaie gefunden habe? In der Mülltonne? In der Tiefkühltruhe. Wir sind zwei hoffnungslose Fälle. Ja. Sollten wir bei Gelegenheit wiederholen? Sehr gern. Hallo. Ich Traumtänzer, du hoffnungsloser Fall. Hallo, Liebe. Guck mal, für die Dankeskarten. Die oder die? Oh, wow. Das sind die ganzen Hochzeitsbilder. Mhm. Sag mal, ist eigentlich alles so, wie es in der Toskana mit uns damals erträumt hat? Natürlich. Noch viel besser. Also welches jetzt? Ich finde beide gut. Pizza ist übrigens im Ofen. Wunderbar. Und der kommt in den Keller. Natalie! Das ist ein wunderschöner, empfindlicher Porzellantopf. Vorsicht! Der ist einfach nur peinlich. Und? Was geht ab?
Schon wieder Daniel? Hi, Schwesterlein. Die wievielte Verabredung ist das jetzt? Die fünfte? Die sechste. Dann hat Papa also sein Ziel erreicht. Und? Habt ihr schon? Wir können sehr gut quatschen. Quatschen? Mhm. Du triffst dich doch nicht nur mit Daniel, um zu quatschen. Ich meine, Marco und ich, wir kommen kaum zum... Reden ist sehr wichtig. Und zuhören auch. Ja, für einen Beichtstuhl. Mensch, Franka, Daniel sieht echt super aus. Ach echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Mensch, natürlich. Er ist intelligent, humorvoll, lieb, sympathisch, zuverlässig. Und sexy? Sexy? Hat sich da jemand verguckt? Eigentlich schon gezeigt, was ich aus der alten Brennerei gemacht habe? Eine neue Brennerei? Sehr witzig. Ich und Porzellan. Willst du was trinken? Ja. Whisky, Wein? Whisky. Das sind alles Unikate. Ich weiß. Jo eigentlich nie gesagt? Weil sie mich bei ihr Fahrrad demoliert, weil ich eine andere Frau umarme. Aber Jo hat doch gar kein Fahrrad. Du meinst... Hallo. Hast du Ärger? Alles bestens. Und warum bist du denn so sauer? Liebst du ihn? Das geht dich gar nichts an. Ich will wissen, ob du ihn liebst. Du tust mir weh. Du tust mir weh, wenn du ihn vor meinen Augen küsst. Thank you.
ein Baby. Nicht hier. Gott, die rufen zum 10. Mal an. Joe, ich kann jetzt nicht. Ich bin gerade im Stress. Nein, auch nicht in 2 Stunden. Ich melde mich bei dir, okay? Ja. Ciao. Also langsam nervt es ein bisschen. Absolut. Komm mit. Ich möchte, dass du dabei bist, wenn ich die Korrekturen bespreche. Gefällt's dir? Wunderschön. Wir sind schon ein verdammt gutes Team. Du hast das gemacht. Hinter jedem großen Erfolg steht eine Muse. Siehst du, was hier los ist? Marco, wir... Ich... Joe, ich treffe mich wieder mit dieser Frau. Was soll das heißen, du triffst dich wieder mit dieser Frau? Du willst einfach zu viel. Marco, ich liebe dich. Wir haben unseren Spaß gehabt und jetzt ist es eben aus. Okay? Mach mir bloß keine Szene hier. Natalie? Bist du glücklich? Ich meine richtig glücklich. Ja, natürlich bin ich glücklich. Warum fragst du das dauernd? Du bist ja süß. Ich meine das ernst. Ich bin doch eigentlich gar nicht dein Typ. Ich verkaufe keine schicken Autos. Ich gehe nicht gerne in Bars und Discos. Du bist total mein Typ. Hey, du siehst super aus. Bist du intelligent? Witzig? Total einfühlsam. Okay, ich muss die Skizze noch fertig machen. Lass dir Zeit. 20% aller Paare haben ja auch mit 80 noch Sex. Einen wunderschönen guten Morgen.
Aus. Ja, aus. Aber das ist gut so. Soll ich bleiben? Nee, geh du ins Büro. Alles ist okay. Alles gut? Ja, alles ist okay. Ich hab dir was für die Nerven gespritzt. Etwas Homöopathisches. Manchmal weiß der Kopf, was richtig ist. Aber das Herz will es einfach nicht kapieren. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nur eins. Ich liebe dich. Die Heirat mit Natalie war voreilig und unüberlegt. Das weiß sie genauso gut wie ich. Na und? Die haben ihren Spaß, wir haben unseren. Hm? Aber der gehört mir. Und du gehörst mir. Ich kann doch nicht einfach weglaufen. Ich weiß. Wir müssen vernünftig sein. Vernünftig. Und wie soll das gehen? Das weiß ich auch nicht. Wir müssen es versuchen. Versuchen? Hallo, Daniel. Hallo. Willst du ein Aperitif und ein Glas Champagner? Gerne. Ja. Zwei. Dann wohl hierbei. Es tut gut, mal wieder unter Menschen zu sein. Danke, dass du darauf bestanden hast. Aber auch ein bisschen Egoismus dabei. Hm. Denke ich mir. Joey? Schmeckt dir der Champagner? Ist gut. Warst du schon mal in Venedig? Ich liebe Venedig. Ich finde es sehr klaustrophobisch. Daniel, wir sind doch nicht wegen Venedig hier. Hier geht es doch um die Liebe. Weiß das ich? Wie lange kennen wir uns jetzt? Ach. Natürlich weiß ich, dass du in Franka verliebt bist. Was? Ja. Und dein Problem ist, dass du nicht weißt, wie du es ihr sagen sollst. Ich habe kein Problem mit Franka. Wir sind gute Freunde. Natürlich hast du kein Problem mit Franka. Nur du gehörst zu dieser Sorte Mann, die sich nicht trauen, es auszusprechen. Und dabei ist es so einfach. Ich liebe dich. Entschuldige. Weiß? Ja. Ja, ich komme sofort. Herr Bauer Ruhland, irgendwelche schweren Verletzungen mit der Axt. Kannst du ihr ein Taxi rufen? Ich komme mit. Ein Rettungswagen zu Ruhland. Es ist dringend. Ja, danke.
als ob ich nichts Besseres zu tun hätte, als mir wegen eines verrückten Alten die Nacht um die Ohren zu schlagen. Schöne Scheiße. Sie haben also Besseres zu tun, als menschlich zu sein. Gratulation. Da sind Sie im richtigen Beruf. Dieser Mann ist nicht verrückt, er ist einsam und alt. Jetzt legen Sie sich in Ihr warmes Bett. Gute Nacht. Ja, aber... Abfahren. Was ist passiert, Josef? Ich habe sie abends nicht reingeholt. Ich war müde. Ich habe sie einfach vergessen, meine Pepina. Das kriegen wir schon wieder in Ordnung. So, komm her. Jetzt setze ich mal darüber und beruhig dich. Geht ihm besser. Du hältst den Arm. Zieh doch die Schuhe aus. Los, komm. Ich liebe dich. Mich? Ich bin schwanger. Ich liebe dich. Gib mir Zeit. What do you think about the gold trim? Perhaps the simpler version. Wonderful. Das heißt ja? Yes. Congratulations. Dann darf ich Sie jetzt durch die Manufaktur führen. Ich will mit dir leben, Franka. Ich rede mit Natalie. Ich verstehe überhaupt nicht, was du hast. Das ist doch alles so, wie du es dir vorgestellt hast. Ich bin verheiratet, will dich nicht mehr festnageln. Wir sind zusammen, ist doch perfekt. Ich habe keinen Bock mehr. Worauf? Auf alles. Dieses Kaff. Ich muss hier raus.
Ist was passiert? Ist was mit Oma? Mit Oma. Mit. Wo zarte Sehnsucht, süßes Hoffen der ersten Liebe goldene Zeit. Und hat er dadurch gesehen. Du betrügst uns mit Franka. Oma, danke. Lass dich aufstehen! Wir müssen reden! Beruhig dich doch! Natalie! Für einen Augenblick habe ich gedacht... Was? Da steht deine Mutter. Wenn sie gelächelt hat, hat die ganze Welt zurückgelächelt. Du warst lange nicht mehr so... Glücklich? Papa, ich... Entschuldige, ich bin gleich wieder da. Henry! Kannst du mir verraten, was das soll? Deine Tochter spannt meiner kleinen Natalie den Ehemann aus und das direkt nach der Hochzeit! Also Otto, Joe ist kein Unschuldiger. Ich spreche von Franka! Du machst dich doch lächerlich. Natti hat die beiden in flagranti erwischt, sozusagen. Ja, das ist doch absurd. Frag sie doch selbst. Uns spielst du die Unnahbare vor, die nur ihre Arbeit im Kopf hat. Aber in Wahrheit hast du es faustdick hinter den Ohren. Franka, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Das ist nicht wahr, oder? Ich verbiete dir diese Affäre. Wo bleibt da deine Vernunft? Vernunft? Du sprichst von Vernunft? Franka! Du forderst von mir Vernunft ein. Und was ist mit dir? Seit Mama tot ist, lässt du dich nur noch hängen. Und ich soll die Karre aus dem Dreck ziehen, ja? Das stimmt doch nicht. Nur hör mir mal zu! Jetzt hörst du mir mal zu! Diese ganze Vernunft macht mich scheiß unglücklich. Aber das siehst du gar nicht. Ich soll nur funktionieren für dich, für Joe, für die Manufaktur. Aber ich kann nicht mehr. Die Ehe von Luca und Natalie ist ein Irrtum. Ich... Was rede ich überhaupt? Franka, nur eins. Niemand hat das Recht, sein eigenes Glück auf dem Unglück eines anderen aufzubauen. Was hast du? Ich bekomme ein Baby. Von wem? Marco. Es war ein Herzinfarkt. Dürfen wir zu ihm?
Ihr Vater hatte sehr viel Glück. Aber jetzt muss jede Aufregung von ihm ferngehalten werden. Dein Vater. Er hat recht. Wir können so nicht glücklich werden, nicht so. Natalie muss früher oder später verstehen, dass man keine Ehe auf Kompromiss und Pflichtgefühle aufbauen kann. Als du mir heute gesagt hast, dass du sie verlassen willst, da war ich so glücklich. Ich habe mir nur eins gewünscht, dass das mit uns, dass das nie aufhört. Ich habe mit mir einen Handel gemacht. Wenn mein Vater wieder gesund wird, verzichte ich auf dich. Es geht doch gar nicht ohne dich. Wieso? Liebe ist doch nur ein psychologischer Zustand, der bestimmte Stimmungen und Wahrnehmungen umfasst. Es geht immer ohne den anderen. Immer. Was machen Sie denn da? Schwester Kirsten, wenn Louis XIV auf dem Nachthof sitzend Audienz hielt, dann war das für seine Untertanen eine Ehre. Sind Sie Louis XIV? Dann reicht auch die Bettpfanne. Ich fühle mich trotzdem geehrt. Tut mir alles so leid. Was tut dir leid? Dass ich meine Medikamente nicht rechtzeitig genommen habe? Dass ich nicht immer zum Arzt gegangen bin? Wenn einer schuld ist, dass ich hier liege, dann bin ich ganz alleine. Ich muss oft an deine Mutter denken. Ich habe sie gekannt, bevor ich sie überhaupt gesehen habe. Ich nehme an, bei Luca und dir ist es das Gleiche. Ja? Ja, dann mach mal.
in deiner Nähe zu sein und dich nicht lieben zu dürfen, das kann ich nicht. Ich habe ein Angebot von der Porzellanmanufaktur Kopenhagen und werde es wohl annehmen, wenn alles klappt. Ich habe schon mit Hans gesprochen. Wenn du willst, springt er für mich ein, bis du Ersatz gefunden hast. Schön, dass Sie gekommen sind. Sie nehmen Sie da. Ja, bitte. Nicht zögern. Einfach sich bewegen. Ja. Kaum ist dieser Mensch aus dem Krankenhaus entlassen, feiert auch schon wieder. Ja, die Verlobung bringt mich wieder auf die Beine. Unkraut vergeht nicht. Und euer Rauschgoldengel? Nathalie und Luca kommen nicht. Keine Angst. Liebst du ihn? Wenn Daniel bei mir ist, dann bin ich ganz ruhig, ganz ich selbst. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich freue mich. Wir hatten dich eingeladen. Ich wollte auch eigentlich erst gar nicht kommen. Aber nachdem Luca und ich uns wieder versöhnt haben, ich verzeih dir. Und Luca etwa auch? Nee, der ist schon in Kopenhagen. Aber wenn es mit dem Job klappt, dann macht ihr eure Flitterwochen bei uns, hm? Wenn ich Schlangen sehen will, dann fahre ich lieber in den Dschungel. Bis später. Ist sie weg? Ja. Lass uns beeilen, die warten schon auf uns. Hallo. Hallo. Sag mir, dass es nicht wahr ist. Sag mir, dass es nicht wahr ist. Joe ist glücklich. Verschwinde. Sie will diesen Arthur wohl nicht ernsthaft heiraten. Was willst du? Mir ist klar geworden, dass Joe und ich es zumindest versuchen müssen. Sie macht einen Riesenfehler. Sie liebt mich. Ich werde ihr sagen, dass du da bist. Danke. Was ist das denn bitte für eine Begrüßung? Jetzt ist sie ja bald verheiratet, hm? Wird's wieder interessant für dich? Lass uns jetzt bitte einfach allein, okay? Hallo Marco. Gehen wir ein Stück? Marco, ich heirate. Joe, ich weiß, ich habe Fehler gemacht, aber ich kann mich ändern. Ich kann genauso solide sein. Ich kann genauso bürgerlich werden. Tut mir leid.
Mutti, was hast du denn? Lass doch mal. Ist doch ein schönes Fest. Ja, ich auch mal. Aber bitte. Sei doch mal ein bisschen lustig. Nein, was soll denn das? Die Ehe ist ein Hühnerhaus. Der eine will hinein, der andere will hinaus. Franka, Franka, möchtest du tanzen? Nein, danke. So, nun kommt doch bitte alle da draußen. Kommen Sie auch bitte. Ich denke, du bist in Kopenhagen. Ich war in Kopenhagen. Aber ich habe da nicht unterschrieben. Dann solltest du das schleunigst tun. Und wenn du Natalie suchst, die ist... Ich such dich. Hier, in Kopenhagen, auf der Straße, in jeder Frau, die dir ähnlich sieht. Ich kann nicht mehr essen, schlafen. Ich brauche dich, Franke. Aber ich denke, ihr habt euch versöhnt. Was willst du denn jetzt von mir? Versöhnt? Ich habe mich von dir getrennt. Wir lassen uns scheiden. Künstler. Autohändler. Schätzchen. Und wann stellst du uns den jungen Mann vor, den du ebenso leidenschaftlich geküsst hast? Natti, Contenance, Lächeln. Wir finden einen anderen für dich. Einen, der viel besser zu uns passt. Du darfst dir was wünschen. Nehmen Sie Luca Berger, Ihre Braut Franka Romberg, an als Frau und versprechen Sie ihr, die Treue zu halten, in guten und in bösen Tagen sie zu lieben, zu achten und zu ehren. Dann antworten Sie mit Ja.
Ja. Nehmen Sie Franka Romberg, Ihren Bräutigam Luca Berger, an als Mann und versprechen Sie ihm, die Treue zu halten in guten und in bösen Tagen, ihn zu lieben, zu achten und zu ehren. Dann antworten Sie mit Ja. Ja. Hierher. Hierher, auf diesen Stein, ja. Nun kommt schon. Höher die Schuhe! Höher, Franka, ja! Danke! Und lächeln! Ja! Ja! Und lächeln!